Ein Warnschild wegen den Spinnen. Really big spiders, okay. Das ist nicht mehr die Startinsel. War das vorgesehen, dass wir jetzt einfach so von der Startinsel wegkommen können? Weiß ja nicht. Aber schön mal was anderes zu sehen, als immer nur die Insel. Und auch schön, ich kann jederzeit zur Insel dann zurück. Wie stark bist du? Okay, bin schon ein Ticken härter hier. Geben dann aber auch mehr Erfahrungspunkte. Spinneneier. Das heißt, ich muss doch den ganzen Weg zurücklaufen. Wobei die Karte sieht hier recht komisch aus. Was passiert, wenn ich denn in Richtung Norden gehe, wo die Karte zu Ende sein sollte? Oh, du bist ja aggro. Okay, er sprintet schon mal nicht mehr, sondern geht nur noch. Und nichts Interessantes mehr in der Richtung. Also ich könnte mich jederzeit zurück teleportieren, das ist richtig. Wahrscheinlich sollte ich das auch. Könntest du bitte anfangen zu laufen? Das wäre echt toll. Oder bin ich irgendwie überladen und deswegen Slots free minus 1. Ah, okay. Drop. Was ist, rot ist besser als, nee, hellblau ist besser. Also grün, also grau ist schlecht. Grün ist Ticken besser. Dann kommt rot, dann kommt blau. Ne, das rote hier ist 47 wert und das rote das sind 35 wert. Also kann man so vielleicht doch nicht verallgemeinern. Trotzdem wird das alles nicht so super viel wert sein. Okay, ich teleportiere mich nicht zurück. Ich gehe verstört an einem Schwein vorbei. Ich gucke mich hier lieber um nach einer, oh, Holz. Nach einem Händler. Und Trainer und allen möglichen anderen Sachen aus. Eine Stadt einfach wäre ganz nett. Auch wenn ich da nichts sehen kann gerade. Was ist ein Haus da hinten? Und wenn ich da alles verkauft habe, dann können wir gerne zurück und machen dann die Hauptquest weiter. Apfelbaum. Gibt doch wohl Äpfel dann, wenn man Apfelbaum irgendwas macht, oder? Roter Apfel. Kann man das mehrmals machen? Kriege ich auch nur alle x Stunden Harvest Fruit. 5 Minuten. Da könnte man sich dann aber auch eine Route zurechtlegen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt den Apfelbaum, mache jetzt den Busch, gehe dann zum nächsten Ding hin und wenn man dann wieder zurückkommt, ist das alles wieder respawned. Wenn man dann Foraging grinden möchte. Warum ist das Schwert draußen? Und vor allem scharf angegriffen wird, okay. Sehr aggressive Schafe hier. Bessere Waffen. Hip throw. Fling an opponent away from you. Also noch eine Möglichkeit, Gegner von mir wegzubekommen. Das ist gut. Wolle. Ein Altar. Dies ist ein uralter Puzzlemechanismus. Wenn du etwas in die Schüssel tust, wird es verschwinden. Und etwas anderes könnte oder könnte nicht auftauchen. Die Inscription sagt: Stärker als Magie, leichter als Baumwolle. Gefunden in einer Ecke,
für immer vergessen. Leichter als Baumwolle. Gefunden in der Ecke. Dreck. Golem Clay. Salz. Zucker. Gardening gibt es auch noch als Skill. Ich denke, das werde ich nicht haben, was wir brauchen. Oh. Was für später. Puzzle. Warum auch immer der Training damit zuerst geschrieben hat. Feuerscharf, willst du mich verarschen? Ich will doch nur zu irgendeinem Händler. Ja, schön für Category Skill. Oh, kann ich inzwischen einen anderen Helm tragen? Das Lila nervt doch langsam ein bisschen. Und das scheint kein Händler hier zu sein, wenn der Feuerscharf einfach so vor rumstehen. Black Widow Spider, nee. Well, 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 well. Bottle of water. Stackbar. Kann ich einfach so machen? Ah, nee, ich hab. Ah, meine leeren Flaschen wurden gefüllt. Okay. Giant Plains Red, nein. Greift mir gleich ein Hühnchen an. Noch mehr Erdbeeren. Echt ziemlich weitläufig. Da hinten funkelt was. Ich laufe mal da hin. Nur eine Fähigkeit, schneller zu laufen, wäre ganz schick. Also, ja, es gibt ja schon schnell Reise mit dem Teleportieren. Wahrscheinlich wird man auch. Momentan kann ich mich nur zurück teleportieren zu einem Ding, wo ich mich gebunden habe. Ich kann noch nicht beliebig zwischen irgendwelchen Sprungpunkten hin und her gehen. Aber ich denke, es wird später auch noch kommen mit höherem Skill. Meditationspille. Und da ist ein Urkenstaft und ein Gershock. Meditation. Receive the unarmed combo available from a meditation pillar. Meditate. Okay. Meditation. Level 2. Stopp, 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 da. Meditation 1, Meditation 2. Braucht Salz. Receives two combos from meditation pillar plus a third combo. Punch, 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 barrage. Final step deals 25 extra damage. Will ich das? Braucht Pilze. Mach. Mach einfach. Ist okay. Alles gegeben. Und wir haben mehr als genug Pilze. Ja. Recipe complete. Wir haben gerade eben ein Combo gelernt. Punch, Punch. Und dann Barrage. Also 1, 1, also Steuerung 1, Steuerung 1, Steuerung 3. Das kann man wohl mehrmals machen, gibt jedes Mal Meditationserfahrungspunkte. Was bringt mit der Meditation? Neue Rezepte. Äh,
Es ist alles für unbewaffneten Kampf, oder? Ich mache aber nochmal. Also theoretisch könnte ich Auto-Repeat anmachen und dann 20 Pilze hier durchjuckeln. Aber man sollte wirklich immer alles mitnehmen. Cobra Strike, Hip Throw Punch. Ja, nee, ich will gar nicht in Richtung Umwaffen gehen, aber schön, dass es sowas gibt. Ich habe keinen Platz mehr da. Dann wirf einfach alles aus dem Startgebiet Gedöns weg. So. Und guck dir mal den Spider-Worn-Coat an. Den er anscheinend hier hat liegen lassen. Armor plus 41. Das klingt besser und sieht so aus wie dieser Spandex-Anzug, den wir vorhin belächelt hatten. Also vor 2 Folgen. Bist du ein Spieler? Bist gar kein Spieler. Du hast meine Meditation unterbrochen. Du bist nicht hier zu kämpfen, wo du hättest schon angegriffen. Warum störst du mich? Ich bin Girugon. Hallo Girugon, ich bin Gershock. Und meine alten Knochen sind müde. Meditation hilft mir. Meine Brüder könnten dich angreifen, aber ich will dir keinen Schaden zufügen. Ich werde mich verteidigen. Okay. Hangout. Was? Woran denkst du? Du wählst gerade aus, dass du mit Gershock abhängen möchtest, wenn du offline gehst. Wenn du offline bleibst für die angegebene Zeit, wirst du etwas Favor bekommen, sowie andere Vorzüge. Ich würde gerne Ranallon Culture angucken. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich noch ein bisschen spielen. Aber das ist ja cool. Das ist ein interessantes Feature. Guards Grey. Das sind keine Guards von irgendeiner Stadt. Das ist was anderes. Was sind das da für Dinge? Das von Spielern gebaute Sachen? Kann man das bauen? Resting Panalon. Oh, nein. Das ist ein nicht ganz so entspannter meditierender alter Frosch. Jo. Archery 10. Wahrscheinlich gerade irgendwas von Multishot, das klingt auch gut. Snacking Plants, Drinkable Water. Ich will nur einen Händler. Ich gehe mal in die Richtung. No? Wasser? Nein. Ja, aber ich denke mal, ich werde zwischen dieser und der nächsten Folge dann. Oh. Oder ich habe gleich einen neuen Tod durch Manta-Rochen aufgefressen gestorben. Kann ich weglaufen? Da leuchtet noch was. Ich hätte doch irgendwo einen Heiltrank. Trink. Jetzt müsste der eine Wirt da genau runtergegangen sein. Achso, der funkelt, weil es ein Boss ist. KZ, ich bin zu einem Boss gelaufen. Und da hinten wird der Dungeon angezeigt, okay. Ich habe hier nichts zu suchen, echt nicht. Ich denke, ich sollte zurück zur. Ja, ich sollte zurück zur Startinsel und da die Hauptquest weitermachen. Aber dann kann ich nicht mit dem Froschmenschen schnacken, wenn ich gleich offline gehe. Das wäre ja auch schade. So, Schafe sind nicht lieb, Schafe Bogen drum machen. Der kriegt jemand auf die Nase. Ein Spieler oder?
Ja, bewegt sich ein Spieler und das ist wohl die nächste Stufe der Rüstung. Er hat 216 HP. Pre-Alpha Survivor. Ist ein Titel. Habe ich Titel? Wie kriege ich Titel? Social Title. Nein. Gilde, Freunde, Party. Kann ich dich irgendwie unfriend, adfriend? Schmeiß sie einfach mal auf. Auch wenn ich nicht weiß, ob es jetzt wirklich einen Bonus jedes Mal gibt. Also ich habe halt einen 1% Bonus für ihn ein, das eine Mal, aber vielleicht war es nur kurzfristig, einmalig, wie auch immer. Und wenn man weit genug wegläuft, aggro die nicht mehr, das ist auch schon mal gut zu wissen. Ja, hören irgendwann auf. So, und vielleicht kann ich von hier oben ja jetzt ein Dorf sehen. Ich hoffe mal, es ist ein Menschendorf und nicht Killer Goblins oder sonst irgendwas. Nicht in die Ratte laufen. Na, was glaubt ihr? Gutes Gefühl oder schlechtes Gefühl? Ich muss gestehen, ich habe eher ein schlechtes Gefühl, weil bisher sah es nicht so aus, als es wirklich entspannte Gebiete geben würde. Hallo Bertha. Bist du eine Bosskuh? Outhouse, out. Das ist Plumpsklo. Okay. Teleportation-Plattform, das könnte doch eine richtige Stadt sein. Was mit dir? Kannst die Teleportationsmagie nutzen. Ich will jetzt nicht zu dem anderen. Bind Circle, Recall Circle. Ich sollte nicht mich hier binden. Wenn ich mich hier binde, dann kann ich nicht wieder so schnell zurück. Kartoffel. Kann ich nicht wieder schnell zurück zur Startinsel. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne. Notiz. Suche Dürsten, um einen Raum zu mieten. Alle Gäste müssen für Betten zahlen. Selbst wenn sie nicht übernachten. Oh, so. Betten, keine Räume. Okay. Hi, Paul. Er sieht müde und wütend aus. Können wir dir auch abhängen? Training. Oh, Carpentry. Null kostet es. Bring mir Carpentry bei. Dankeschön. You need more councils. Das Geld? Ja, wir haben nicht genug Geld. Oh, es gibt einen Shop. Ja, komm, kauf Schrott. Ah. Kauf nichts. Okay, also es gibt Trainer, es gibt Händler. Er hat Aufgaben für uns. Und er mag Bier, Desserts und perfekte Holzstücke. Also man kann sich so bei jedem NPC einschreiben. Und hier könnte man noch ein bisschen was lesen. Also pausieren. Pausieren, falls ich irgendwas lesen möchte. Aber das wird auch hier abgespeichert. Nummer 2. So, so. Und Nummer 3. So. Und so. Habe ich jetzt durchklicken wollen, falls es irgendwas Neues gibt an Fähigkeiten. Aber Hintergrundgeschichte würde ich jetzt nicht so gerne lesen. Dafür haben wir zu viel anderes zu tun. Schön, dass sie da ist. Auf jeden Fall. Ja. Aber nicht an der Priorität gerade. Mal hoch. Ist ein gutes Zeichen, dass hier random auch so Spiele rumlaufen. Nicht nur im Neulingsgebiet. Da hinten noch einer. Irgendwas stirbt hier.
Lana Songtree. Kannst mich trainieren. Sie kann mir Tanzen beibringen. Aber dazu muss sie uns mehr mögen. Macht Sinn. Du bist ein Spieler. Können auch mit ihm abhängen. Für eine Stunde. Und hier können wir was verkaufen. Was? Earn 80. Receive this amount for your items. Also für alle 16 Stück 80? Scheinbar. Und die haben auch begrenzt Geld. Aber wahrscheinlich nur pro Spieler. Na gut. Aber wir können schon recht viel Krams hier verkaufen. Auch wenn ich erstmal checken sollte, was davon noch nutzbar, weiterverarbeitbar oder was auch immer ist. Ausrufezeichen. Also, der gibt uns nicht den vollen Preis. Bringt dir eine Technik bei, mit der man Konstrukte kurzfristig disablen kann. Das wollte ich benutzen. Also das lernen. Ja. Dann verschiedene Essenssachen. Ich würde eigentlich ganz gerne weiter kochen. Habe ich dieses Hard-Ding schon mal gegessen? You have never eaten this type of food. Ja, einmal essen bitte. Das andere schenken wir dem anderen Mädel. Ja, Kochrezepte wären noch irgendwo super. Und Ausrüstung verkaufen. Das konnte ich. Die ganzen Chairs könnten eigentlich disabled werden. Also man kann einstellen, was angezeigt wird mit Namen drüber und was nicht. Chairs sind jetzt doch recht sinnlos. Oh, Cooking Pin. Guck. Ich habe keine Kochrezepte. Aber da würde ich es machen. Okay. Genau, ich suche noch einen Händler, der die ganzen Schmandrüstungen da aufkaufen würde. Tyler, du vielleicht? Ah, ich bin Girogan. Ich bin ein guter Krieger, ein Schildkämpfer. Install Augment. Ah, Sockel quasi. Er hat sich so sehr betrunken, dass er fast umgekippt ist und dann haben Goblins die Bar angegriffen, der drin war. Als er aufwachte, war er ein Sklave. Danach wollte er kein Held mehr sein. Düster. Und er ist entkommen. Und das ist eine Hintergrundgeschichte. Kannst du mir beibringen, mit dem Schild zu kämpfen? Nicht heute, irgendwann später vielleicht. Okay. Kannst uns trainieren, wenn. Ah ne, Armor Patching ist ja was anderes. Muss uns auch mehr mögen. Armor Patching ist wohl Reparieren von Dingsens. Das heißt, er müsste sich bei ihm ein bisschen einschleimen und dann kann man hier nach und nach seine Rüstung selber reparieren. Also Dinge selber reparieren. Der Carpenter ist drüben in dem Laden. Hier sind tierisch viele NPCs. Aber so ein, ne? Händler, der einfach nur handelt. Das hätte ich noch ganz gerne. Aber hier scheinen nur zwei Hütten zu sein. Einmal die Taverne. Ein Stall. Hallo Stallgolem. Wir haben keine Tiere. Es gibt also anscheinend Tiere. Dann drüben das. Das heißt, die ganzen Rüstungen sollte ich einfach nur wegschmeißen, wenn wir da drüben fertig sind. Einmal durchgucken, was man davon inzwischen tragen kann und dann wegschmeißen. Ja. Na gut, ich möchte jetzt ungern zurück zu dem Frosch wieder laufen, weil da ja doch recht viel zu unterwegs ist. Stattdessen hänge ich jetzt mit dem einen anderen hier ab und werde dann, also zwischen dieser Folge und der nächsten, gehe ich jetzt erstmal offline, hänge mit dem da ab und danach werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen grinden. Also das Inventar einmal aussortieren, was davon weg kann und was nicht und ausrüsten und dann hier einfach nur die Skills hochgrinden, damit wir schneller vorankommen. Und einfach in der nächsten Folge zeige ich euch dann, was zugekommen ist. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, mit wem konnte ich abhängen? Mit dir nicht.
Hier. Oh, weißt du, wo ich mein Equipment verkaufen kann, das ich aufgesammelt habe? Nun, ich kaufe Essen und Trinken. Paul kauft Holz. Das nebenan. Geh Richtung Süden. Auf dem Weg zur Baroness. Sie kauft alles. Und dann gibt es noch einen Zwerg, der weiter südlich wohnt. Er scheint alle Arten von Waffen und Rüstung zu kaufen. Okay. Du kannst aber weiter nördlich gehen, Richtung Serbul Keep. Eine Menge Elfen dort. Die haben wohl auch irgendwelche Shops. Ja, nice. Dankeschön. Hangout. Help Dustin. Activity selected. Your character will hang out and perform this activity while you are offline. Kann ich irgendwo nachgucken? Oh, da könnte ich mehrere Sachen quasi quick wählen. Also ich sage, ich hänge erstmal mit ihm ab und gehe dann rüber zum Frosch und mache das dann mit dem Frosch. Wüsste ich jetzt nicht wo. Stuff to do. Work Orders, Quests. Ja, wir haben definitiv viel zu tun. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich habe in der Zwischenzeit ausgemistet und ein Business-Skillgame gemacht. Also bis gleich.